Alter, was geht ab, Leute? Team Hubble hier. Mit dem dritten Teil von Barkisch sucht ein Deck, aka GB Kollege. Er hat sich eure Vorschläge angeschaut und eines der Decks, das er, keine Ahnung wieso, aber wir werden es jetzt herausfinden, sich näher angeschaut hat und getestet hat, war UA. Genau. Und so habe ich mir viele Decks angeschaut, wirklich. Agent Fairy, alles Mögliche. Dann habe ich zufällig UA gesehen und das sind halt so Fußballer, Dunker, Basketballer. Den Namen fand ich halt echt gut, da habe ich mir direkt so geschrieben. Da habe ich mir die Effekte durchgelesen. Und es war halt schon echt interessant, weil auf Spielfeldzauberkarte, Stadion und so, du suchst, das sind alle Erdmonster, du kannst Beast raushauen, Runde 1. Dann gibt es den Ace, der in der gegnerischen Runde negiert. Dann habe ich die mal gespielt, einfach so mit der Plant-Variante. Und es lief schon gut, sogar gegen Cosmo und so weiter. Es konnte Trishula raushauen, aber Problem war wirklich Pepe, muss ich zugeben. 70-80% hat man trotzdem verloren. Ja. Was hast du so gespielt? So? Hast du Anti-Spell Fragrance gespielt, Colosseum? Achso, ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich nicht main gespielt, weil es kam immer noch auf Dueling Network zu viele andere verschiedene Decks. Mhm. Deswegen, was man auf jeden Fall spielen könnte, wäre Colosseum Main. Die wäre krass. Antimagische Duft kann man nicht spielen. Das Deck spielt ungefähr 17 Zauberkarten und das kann man wirklich nicht spielen. Das Gute ist halt, da kann man den Sturm, Stormfort spielen, man opfert vom Gegner ein, Tributbeschwörung. Das Krasse ist wirklich, was viele nicht wissen, diese Ausrüstungszauberkarte erhöht um 1000 ATK und da gibt es Kombos, die kennt wirklich fast keiner. Zum Beispiel, da gibt es den Dunker, er hat 2-5 Angriff. Wenn er gespecialt kommt, gibt er 500 vom Spielfeld, hat er 3000. Mit der Ausrüstungskarte hat er 4000 Angriff. Da kann er zweimal angreifen, der Effektschaden wird verdoppelt und er schießt, wenn er Kampfschaden gibt, schießt seine Karte im Damage-Step und er gibt Trampelschaden. Das heißt, du gehst über ein Monster, es hat 1000 Angriff, er kriegt 3000 Schaden, der Schaden wird verdoppelt, er kriegt 6000 Schaden. Allein wenn er durch ein Monster, was mit 1000 ATK rennt. Und dann kann er nochmal angreifen und er schießt noch im Damage-Step. Also der Dunker, der ist wirklich heftig. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, aber das kann leider nicht mithalten, muss offen und ehrlich zugeben. Man muss Anti-Karten-Main spielen, vielleicht Ghost Match 3, dreimal Kaiser Kolosseum. Anti-Magische Duft geht nicht, Mistake geht nicht. Ja, man muss Anti-Main-Deck-Karte spielen, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Du hast es auch bei einer Fan-Challenge angewendet und leider verloren. Ja, da hat es gar nicht geklappt, da hat der Draw gar nicht gestimmt. Da sieht man, dass auch die Konstanz fehlt. Rota ist nicht auf 3, da ist Rota schon gut auf 3. Es gibt so viele Kombos auch mit dieser Falle, du wirfst die ab. Oder Call, da kommen Monster. Die 500 ATK Erhöhung, die bleibt für immer, selbst wenn die Spielfeldzauberkarte weggeht. Es gibt wirklich viele gute Kombos, die nicht sehen, die Gegner. Die kennen das Deck nicht, das war ein großer Vorteil. Gegen schlechte PP-Spieler, die besiegst du auch, weil die kennen das Deck nicht, wissen nicht, was die dagegen machen können. Da hat der Draw nicht gestimmt, aber es hat gereicht, dass ich in Dueling Network auf Top 200 reinkomme mit dem Deck. Also es kann schon auf jeden Fall. Das ist nicht schlecht, auf keinen Fall. Abschließende Worte? Abschließende Worte. Spielt das Deck, es macht wirklich sehr viel Spaß. Auch diese Zauberkarte, Vertragszeichen, das ist ein Spieler, Fußballtrikot mit der Nummer 9. Da kann man Witze machen, hey, ich unterzeichne Ronaldo, hol ihn vom Deck und so. Ist echt lustig. Aber reicht leider nicht fürs aktuelle Deck. Let's go. Ja, servus Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wie immer, liken, kommentieren, abonnieren und checkt unsere Sponsoren ab. Unten sind die Links schön alle verteilt. Und checkt unsere Facebook-Seite ab und leidet es nicht so.